Hallo, mein Name ist Burkhard Hillebrand. Und ich unterrichte die Fächer Latein und Sport. Geboren wurde ich am 28.02.1970 in Neuss. Fragenhagel. Selber kochen oder Lieferservice? Mal selber kochen, mal Lieferservice. Wie waren Sie als Schüler? Ich war als Schüler, ja, so mittelmäßig, würde ich sagen. Also erst war ich gut. Zwischendurch war ich nicht so gut und zum Schluss ging es dann so halbwegs in meinen Fächern, wo ich Interesse hatte, war es dann ziemlich gut. Wann und warum haben Sie sich dazu entschieden, Lehrer zu werden? Das war eigentlich während der Abi-Zeit auch so ein bisschen, da wusste ich schon so, irgendwas interessiert mich, ne? Und dann war ich noch bei der Bundeswehr, da hatte ich dann genügend Bedenkzeit nochmal, mich wirklich darauf, also nochmal nachzudenken, was ich machen möchte. Und dann hat mir das mit dem Lehrerdasein erschien mir plausibel, beziehungsweise die plausibelste Möglichkeit, das mit meinen Fächern, also das, was ich gerne mache, durchzusetzen. Und ich gehe gerne mit Menschen um. Was gefällt Ihnen an dieser Schule besonders gut? Der offene Umgang miteinander. Das heißt also, der respektvolle Umgang vor allen Dingen miteinander. Ich habe das Gefühl, dass die Belegschaft dieser Schule sehr, sehr offen ist und vielen Dingen gegenüber, ja, geistig sich öffnet. Rocky oder Fight Club? Nochmal? Rocky oder Fight Club? Rocky oder Fight Club, mit der Frage kann ich wenig anfangen. Wo haben Sie unterrichtet, bevor Sie hierher kamen? In Wipperfürth im Oberbergischen. Ist Schach in Ihren Augen Sport? Ja, da ich ja Sportlehrer bin, gehört für mich für Sport eigentlich auch immer eine körperliche Komponente dazu, also eine körperliche Anstrengung. Ich glaube, die schachliche Anstrengung ist eher mental, ja, und von daher bin ich da ein bisschen indifferent. Also es ist sicherlich ein Sport für die mentale Anstrengung, aber für mich persönlich gehört zum Sport immer auch die körperliche Anstrengung. Strand oder Gebirge? Lieber Strand. Übersetzen Sie Condylomata, Acuminata. Was übersetze ich? Condylomata, Acuminata. Kann ich nicht. Habe ich komisch ausgesprochen. Woher kommt das? Harry Potter oder so? Sind Fledermäuse eigentlich Reptilien oder Vögel? Reptilien auf keinen Fall. Vögel glaube ich auch nicht. In welcher Epoche schrieb Goethe das Drama Die Räuber? Um Gottes Willen. In der Klassik, glaube ich. Können Sie singen? Ja, singen kann ich. Beschreiben Sie die Schüler Herkenraths in einem Wort. Ein Wort? Ja. Oh Gott, wie schwierig, da ein treffendes, direktes Wort zu finden. Respektvoll, aufgeschlossen. Wer war der vierte deutsche Bundeskanzler? Der vierte? Müsste ich jetzt auch nachgucken, müsste ich googeln. Wer ist Jürgen Drews? Das ist ein Schlagersänger. Naturdokumentation oder Actionfilm? Beides. Dreht sich die Sonne um die Erde oder die Erde um den Mond? Nochmal, dreht sich die Sonne? Dreht sich die Sonne um die Erde oder die Erde um den Mond? Die Erde dreht sich um die Sonne. Wenn Sie nicht Lehrer geworden wären, dann wären Sie jetzt? Gute Frage. Wahrscheinlich Sozialarbeiter oder Psychologe. Gibt es Lieblingsschüler? Na, jetzt, ich habe keine direkten Lieblingsschüler, nee. Also ich glaube, da bin ich professionell, denke ich auch manchmal professioneller. Klar mag man manche Menschen mehr, manche weniger, ist auch normal. Aber ich versuche, keine Lieblingsschüler und auch vor allen Dingen auch keine Hassschüler zu haben. Das finde ich ganz wichtig und für ein professionelles Handeln im Lehrerdasein. Der schlimmste Jugendtrend, den Sie je miterlebt haben? Schlimmster Jugendtrend? Gott, den habe ich, glaube ich, zu meiner eigenen Jugend erlebt. Vanillahosen, solche Pumphosen. Das war hässlich. Ja. Auf welcher Insel verbringen Sie Ihren Urlaub am liebsten? Muss ich das sagen? Jetzt findet man nicht mich da eines Tages. Meinen Urlaub verbringe ich lieber inkognito. Ja, also auf den Balearen irgendwo. Was war vor 25 Jahren alles besser? Vor 25 Jahren alles besser. Also die Zeiten waren ruhiger. Man hatte mehr Zeit zur Persönlichkeitsentwicklung,
Das ist das, was heutzutage, meine ich, fehlt. Was man heutzutage den Leuten anmerkt, manchmal, sie wirken alle gehetzt und zum Teil auch egoistisch, weil sie durchkommen müssen irgendwie mit ihren Sachen. Man hatte vor 25 Jahren ein bisschen mehr Ruhe und mehr Zeit für die eigene Persönlichkeitsentwicklung, gerade bei Heranwachsenden. Das fand ich sehr angenehm oder eben auch persönlich auch wichtig sogar, ja, für das eigene Menschsein. Was fehlt Ihnen in Herkenrath, beziehungsweise was könnte man ergänzen? Also ich finde die Schule schon ziemlich gut, muss ich sagen. Allein, wie gesagt, der Umgang miteinander ist sehr, sehr angenehm, finde ich schon respektvoll. Da kenne ich anderes, Schlimmeres auch schon durchaus. Ich glaube, man könnte an dem Gebäude vielleicht insgesamt noch ein bisschen was optimieren, aber nicht unter den Bedingungen. Das ist, also unter den Bedingungen finde ich das schon ziemlich optimal hier, muss ich sagen. Wovor haben Sie am meisten Angst? Angst, dass mir der Himmel auf den Kopf fällt. Nein, also meine Gesundheit zu verlieren. Ich glaube, daran haben die meisten Leute am meisten Angst vor. Gesundheit ist das höchste Gut, steht über allem. Ganz knapp. Was halten Sie von dem Nachmittagsprogramm auf RTL? Ich gucke fast nie RTL, aber ich glaube, ich kann mir ungefähr erahnen, was damit gemeint ist. Das sind wahrscheinlich irgendwelche komischen Serien, die so ein bisschen so, ne? Ja, Unterhaltung für Leute, die zu Hause. Ja, ich finde es nicht besonders. Es bringt einen nicht besonders weiter. Ich finde, Bildungsprogramme bringen einen weiter. Ja, naja, ja. Wie viele Sekunden hat eine Minute? Naja, 60. Haben Sie sich mal als Naturfotograf versucht? Naturfotograf? Nein, habe ich noch Kann nicht. Faulheit gut sein? Manchmal ja, wenn man so, glaube ich, wenn man zwischendurch seine Zeiten und Ressourcen so nutzt. Also Faulheit grundsätzlich ist natürlich nicht gut, ist klar, aber um zwischendurch zu entschleunigen für sich selber und nicht in einen Burnout rein zu geraten, ja. Zu welchem Land gehört Hawaii? USA. Was tun Sie eigentlich für den Umweltschutz? Ich versuche, meinen Müll zu trennen. Ich versuche weniger Auto zu fahren. Und wenn es demnächst mal irgendwann Elektroautos gibt, die nicht so teuer sind und ausgereift von der Technik her, versuche ich mir dann auch da eins zu kaufen. In welcher Höhe ist ein Basketballkorb montiert? Ja, weiß ich nicht genau. Ungefähr 2 Meter. Ist das 46 oder sowas in der Richtung? Frag mich nach der Netzhöhe im Batman, die weiß ich besser. Ja. Wie erklärt man seine Liebe auf Latein? Te amo. Wie lange fahren Sie zur Schule? Ungefähr Viertelstunde. Erklären Sie uns abseits. Abseits. Die Abseitsregel im Fußball. Ja. Abseits steht ein Spieler im Fußball dann, wenn er im Zeitpunkt der Ballabgabe eines Spielers der eigenen Mannschaft abseitig steht. Das heißt, also, da steht. Es steht kein Spieler der gegnerischen Mannschaft mehr dazwischen, also zwischen ihm und dem passenden Spieler. Decken Sie bitte einmal das Blatt vor sich auf. Ja. Halten Sie es einmal in die Kamera. Wie rum? Egal. Sie sehen eine Karte von Berlin. Ja. Bitte zeichnen Sie einmal den Verlauf der Berliner Mauer ein. Ich glaube, das kann ich nicht. Nee, das war ich nicht. Da kann ich, glaube ich, wenig von. Ich guck mal. Ui, das ist jetzt, habe ich lange nicht mehr. Ich bin ja kein Politiklehrer. Ein grober Strich tut's. Ein grober Strich? Na, ich probiere mal. Nee, ich glaube, das ist falsch. Aber gut, egal. Ups. Ja, ich glaube, das ist gar nichts. Egal, gut. Muss ich das jetzt nochmal zeigen? Ja. Echt? Wie peinlich. Ich glaube, das ist total falsch, aber egal. Ja. Nochmal? Danke. Das war's.